Geht hier sofort auch los. Bleibt unbedingt dran. Heute geht es mal wieder zur Sache. So, hier sind wir schwarz. Hallo YouTube. Ihr seht noch einen schwarzen Bildschirm. Das liegt daran, dass hier dieses Studio... So, Moment. So, jetzt kommt das Intro. Ja, das ist genial, oder? Das ist Technik 2022. So. Hallöchen, Popöchen. Hier auch bei Facebook. Sind wir, glaube ich, immer noch geblockt. YouTube, Twitch... So, ihr Lieben, die Hälfte hat schon wieder abgeschalten. Auch schön, die bleibt wahrscheinlich noch ein bisschen lieber, um die AI-Roboter zu füttern. Ich hab Sachen gesehen in den letzten Tagen, Wochen. Ist eine total super spirituelle Sache. Da gibt es mittlerweile Roboter, die sind so täuschend echt. Du könntest die vor die Kamera stellen, die könnten die Nachrichten vorlesen. Das würde keiner mehr merken. Und nachdem ich letztens gesehen habe, dass Spahn einfach mal abgeschalten hat in der Pressekonferenz, hier, ja, machen wir mal den Spahn. Da denkt man sich so, was passiert? Akku alle? Ja, das ist halt das Blöde bei Solarpower. Ne? Wenn du das nicht richtig machst und der Junge sitzt zu dunkel, schaltet der sich ab. Aber gut, da lässt er mal nicht drüber. Das ist Technik in Entwicklung, made in China. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn China übernimmt. Westliche Militär, haben wir letztens gesehen, ist auch komplett destabilisiert durch die Impfung. Alle anderen sind ja mittlerweile raus. Westliche Medizinversorgung ist destabilisiert durch die Zwangsimpfung. Alle anderen wurden ja gefeuert. Werden gerade gefeuert. Das geht ab hier bei uns. Da kann man sich nicht ausdenken. So, ich glaube, wir sind live. Ich schalte jetzt mal wieder meinen eigenen Chat ein. Und dann kommen wir mal zur Sache. Und zwar ist das heute hier Anti-Werbung für die Plattform, auf der ich gerade streame. Muss man auch erstmal schaffen. Das schafft nur Enrico Galvini. Dreistigkeit siegt. Einen aktiven Zuschauer. Also für die Plattform, auf der ich... Geil. So, gebe ich mir erstmal einen eigenen Like. Das ist ganz wichtig. Der Logarithmus. Und das alles ändert sich jetzt, dieser ganze Like-Logarithmus und so weiter. Ich habe heute ein paar richtig schöne Sachen für euch vorbereitet. Und zwar, so, guten Abend, liebe Emil, hey Brina. Passt auf, kommen wir mal direkt zur Sache. Heute brauchen wir gar nicht so viel Zeit. Es ist nämlich auch ein Schwemmtag, sonst hätte ich heute die Meditation gemacht. Wir hatten ja letzte Woche ein bisschen was über die Reinigung der vierten Dimension erzählt. Heute ist ein Schwemmtag. Da fängt man lieber Sachen an, die nicht ganz so wichtig sind, wie zum Beispiel die Defragmentierung von Facebook, Instagram und dem Zuckerzwerg-Imperium sowie Google und den ganzen anderen Tech-Giganten. Was ist die Punk Panda App? Die Punk Panda App oder Punk Panda ist nichts weiter als eine Chat-App mit dem Unterschied, dass eben nicht wie bei Telegram, WhatsApp, Skype, Instagram, Signal eure Daten komplett abgeschürft werden. Also, das ist jetzt wieder keine Verschwörungstheorie, das tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich Ende dieses Jahres den goldenen Aluhut verliehen bekommen für meine Treffsicherheit der Verschwörungstheorien. Finde ich auch ganz gut. Werde ich dann auch sofort verkaufen und mir Bitcoin von kaufen. Definitiv. Wer braucht schon Gold? Viel zu schwer, das Scheißzeug. Lauf mal mit 20 Kilo Gold durch den Zoll. Das sieht blöd aus. In diesem Sinne, die Punk Panda App ist eine kryptobasierte App, die eben sich zum Ziel gemacht hat, dass unsere Daten wieder uns gehören. Das heißt, wenn wir private Unterhaltung führen und es ist ja so, dass viele Leute tatsächlich wirklich jetzt bei Facebook oder WhatsApp private Unterhaltung führen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt Menschen, die führen private Unterhaltung im Facebook Messenger, im Instagram Messenger, im WhatsApp Messenger, auch bei Telegram. Der Telegram-Gründer, nun mal so, ne, von wegen Telegram ist sicher. Kannst du vergessen. Das ist einfach nur ein wunderbares Auffangbecken für Querdenker. Der Telegram-Gründer ist ein ganz naher Kollege im World Economic Forum, welches ja von Klaus Schwab geleitet wird. Kann man auch einfach mal nachlesen. Also es ist auch nicht das Goldene vom Ei. Oder wie sagt man? Das Goldene des Eis? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das Problem von unserem Social Media heute ist eben, dass sie unsere Daten verkaufen. Wir sind das Produkt in dem Moment, wo wir die AGBs anklicken und zustimmen. Und das müssen wir ja machen, damit die Apps überhaupt mal anfangen zu laufen. Bedeutet, alles das, was du deiner Freundin schreibst, jedes Dickpick, das man sendet, ja, alles Mögliche, was man da so sendet, das wird gespeichert. Auch in einem Zoom-Call, es ist komplett das Gleiche. Wenn wir, das Gelbe vom Ei, genau, wenn wir in einem Zoom-Call gehen mit unseren Business-Partnern und jetzt ernsthaft was zu besprechen haben
Oder wenn wir eine Verschwörung planen wollten oder eine Demonstration oder irgendwas, was vielleicht dem Imperium nicht passt, wenn wir über Wasser oder Salz reden. Es gibt ja mittlerweile zensierte Vorträge, da geht es nur um Wasser und Salz. Ja, dass die Information vom Wasser und Salz von Peter Ferreira, die ist so brisant, die wird zensiert. Das glaubt man gar nicht. Aber Wasser und Salz hat das Potenzial, zensiert zu werden. Ja, und wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dann braucht man Lösung. Und die Lösung ist jetzt die Punk Panda App. So, und bevor ihr euch jetzt alle gleich die Punk Panda App holt, wartet bitte noch ein bisschen, denn jetzt kommt das Beste. Wenn ihr euch über meinen Code einloggt, dann bekomme ich erstmal Geld. Das ist eine super Sache. Das Schöne ist jetzt dann aber, wenn ihr dann eure Freunde auch in die Punk Panda App holt, um dann mit denen zu chatten und eventuell mal auch ein paar versaute Bilder zu senden, dann landen die eben nicht mehr beim Empire, sondern dann werden die auch nicht zwischengespeichert auf einem großen Server, wie das normalerweise bei WhatsApp ist, sondern die bleiben dann bei euch. Das sind eure Daten. Die werden auf euren Phones gestored, auf euren Endgeräten werden die gestored. Von Endgerät zu Endgerät. Und das Tolle bei Punk Panda, dass wir da aktuell Tokens verdienen können für die Benutzung. Und das ist eine ganz großartige Sache. Und das ist eben etwas Neues, was wir so noch nicht hatten, dass nicht das große Imperium Geld mit uns und an uns verdient, sondern dass wir plötzlich Geld mit dieser App verdienen können, einfach nur dadurch, dass wir die nutzen. Wie funktioniert das? Was soll das? Also, bis vor kurzem wurden noch so Leute aus der B-Prominenz dafür bezahlt, dass sie Werbeclips drehen. Für das Nutzen von Produkten. Das kostet eine ganze Menge Geld und das Werbebudget von vielen Firmen ist ganz schön groß. Mittlerweile sind wir aber im Internet 3.0 angekommen und die Firmen haben sich gesagt, warum eigentlich schmeißen wir unser Geld immer zum Fenster raus für irgendwelche Stars, die sowieso nicht dahinter stehen, die einfach alles vom Blatt ablesen, was man ihnen vorhält, die überhaupt nicht integer sind, nur weil sie gerade einen Werbevertrag gemacht haben, bekommen haben und weil sie jetzt ihr Haus abzahlen wollen. Lass uns doch lieber direkt unsere Usergemeinde bezahlen und das ist unser Werbebudget. Und hier könnte man jetzt sagen, Multilevel-Marketing, Schneeballsystem. Ist es? Ja, Schneeballsystem. Das ist auch so ein typisches deutsches Wort, ähnlich wie Verschwörungstheoretiker. Schneeballsystem heißt erstmal nichts weiter, als dass wir von der Firma direkt dafür auch entlohnt werden, wenn wir sie weiterempfehlen. Also wenn du ein tolles Buch gelesen hast und du das weiterempfiehlst, dann ist das Schneeballsystem, wenn dich der Autor dafür entlohnt. Ist das jetzt was Gutes? Ist das jetzt was Schlechtes? Ich finde, es ist fairer Markt, es ist eine faire Marktwirtschaft, wenn wir eben am Erfolg eines Produktes unseren Anteil haben, dass wir vom Produkt auch bezahlt werden. Und so ist es eben bei Punk Panda. Da gibt es das Werbebudget und das wird jetzt aufgeteilt in den nächsten Monaten zwischen den ersten Nutzern und da können wir eben dann auch unsere Tokens verdienen. Und Punk Panda App ist die erste Chat-App. Da gibt es dann später auch noch die Vault. Das ist eine Wallet, wo wir Daten speichern können, ähnlich wie bei Dropbox. Eben bei Dropbox ist es natürlich wieder in China gespeichert. In der Vault ist es kryptobasiert. Das heißt, niemand außer du, wenn du deine Keys hast, kann an die Daten ran. Das ist ähnlich wie bei Bitcoin. Nur du hast Zugriff auf deine Wallet bei Bitcoin. Nur du weißt, wie viel da drauf ist oder eben auch nicht. Aber nur du und auch nur du kannst diese Bitcoin steuern. Da kann keine Bank kommen bei Bitcoin und ein Knöpfchen drücken und sagen, das ist unser Geld. Außer du bist so blöd und schickst dir deine 12 Passwörter. Das bist du aber nicht, sonst hättest du ja keine Bitcoin. Dann kürzen wir das Ganze mal ab. Also, ihr Lieben, was hat das schon wieder mit Spiritualität zu tun? Rein gar nichts, außer eben vielleicht ein Stück wie Privatsphäre zurückgewinnen, ist auch eine feine Sache. Und eben ein Stück diese große Krake, die sich hier reingefressen hat in unser Privatleben. Wie gesagt, Zuckerzwerg-Imperium, Google, Amazon, denen so ein Stück wieder von ihrer Macht wegzunehmen. Ihr habt ja gesehen, letzte Woche gab es einen ordentlichen Crash bei Facebook. Immer mehr User gehen raus aus den Netzwerken, weil sie zensiert werden und weil es woanders eben einfach schöner ist. Zensurfrei. So. Und hier fragt Fegrad, ist es noch sicherer als Telegram? Ja, definitiv. Telegram behauptet ja, es hätte eine Kryptografie, aber auch hier bei Telegram gibt es teilweise Zwischenspeichern. Zu einen Zwischenspeicher. Und da musst du einfach nur mal gucken, wer Telegram gegründet hat. Und Kryptografie funktioniert immer nur dann, wenn du weißt, wer deine Keys hat. Beziehungsweise eine Kryptografie kann natürlich auch von außen gehackt werden, wenn der Entwickler vom World Economic Forum ist. Muss man wirklich ganz genau hinschauen, ob es hier eine echte Kryptografie ist oder nur eine Pseudokryptografie.
eine Pseudosicherheit. So wie zum Beispiel bei der Deutschen Sparkasse. So, ihr Lieben, soll ich mal meinen Code raussuchen? Ich guck mal, ob wir hier bei... Ach nee, warte mal, ich habe ihn ja hier, glaube ich, schon heute einmal geschickt. Ich schicke das doch ganz kurz mal. Und zwar können wir ab sofort nämlich chatten. Hier haben wir es. Ich schicke das mal in den Chat. Wir können ab sofort hier chatten. Bitte tut mir den Gefallen und gebt meinen Code ein. Und wenn ihr dann an eure Freunde das weiterteilt, dann gebt natürlich euren Code ein. Das ist ganz wichtig. Dann gebt ihr euren Code ein. Und bis in die 12. Ebene werden wir hier bezahlt. So, ich teile das mal. Wie teile ich denn das jetzt bei Instagram? Könnte sein, dass wir kurz weg sind. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. La 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 la. So. Da, 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 da. So, sind wir noch da? Schien live geblieben zu sein. Einsetzen. Posten. Ja! Also, ihr lieben Instagram-Nutzer, falls ihr die Funktion bei Instagram habt, auch mal was kopieren zu können. Bei Instagram geht es ja schon da los, dass man nicht mal einen aktiven Link teilen kann. Oder was anderes. Also wer zum Beispiel die Instagram-App nutzt, um dort zu chatten, macht es einfach nicht. Wirklich. Wenn ihr euch mal die Roboter von China anguckt und ihr müsst halt wissen, Zuckerberg ist mit einer Chinesin verheiratet. Ihr wisst doch, wie das in der Ehe läuft. Entschuldigt, wenn ich euch da vielleicht jetzt aus eurem, wie sagt man, aus eurem gemütlichen, komfortablen, sicheren Empfinden hole. Aber ja, der Herr Zuckerberg ist ja mit einer Chinesin verheiratet. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie weit die chinesische Roboterentwicklung ist, ihr werdet erschaudern. Die Haut mittlerweile von den Robotern, die sieht so echt aus. Also wenn ich jetzt nicht bei manchen Robotern gewusst hätte, dass das Roboter sind, würde ich auf den ersten Blick denken, das ist einfach nur ein oller Snapchat-Filter. Und die können mittlerweile Mimiken und Gestiken machen. Das ist krass. Ach, wir sind wieder. Moment. Das ist ja... richtig erfrischend. So. Ist der Ton wieder da? Irgendwas blinkt hier. Ich bin gleich wieder da. Ja, 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 ja. Jetzt beenden. Da, da, da. Teilen. Ach ja, hier sind wir ja noch live bei YouTube. Ja, das ist halt so. Deswegen, Instagram macht mir das Leben jetzt nicht gerade leicht. Da hatte ich das jetzt regelmäßig, dass ich einfach mitten im Video gemutet wurde, weil ich halt Sachen sage, die das Imperium nicht so gerne mag. Da sind wir wieder bei Instagram. Mittlerweile sind alle Zuschauer wieder weg. Das ist total erfrischend. Und weil ich jetzt auch mittlerweile nach einem Jahr von dieser kontinuierlichen Zensur langsam wirklich, ich muss es mal sagen, die Schnauze voll habe, von diesem Kindertheater, von diesem... Das ist ja wirklich, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich teile direkt nochmal meinen Affiliate-Link von Punk Panda. Wenn ihr euch die App holt, dann könnt ihr sicher chatten. Wirklich, dann könnt ihr sicher chatten. Das ist eine großartige Sache. Dann werden eure Daten nicht mehr abgefischt. Dann werden eure Daten nicht mehr für die chinesischen Roboter benutzt oder für die anderen Roboter. Denn mittlerweile wissen wir es ja, dass... diese Social Media Apps, die wir jetzt hatten, Facebook, Instagram, Airbnb, Reddit, Pinterest und so weiter, das diente nur dazu, dass wir die künstliche Intelligenz Big Data füttern, damit die Roboter sprechen lernen, damit die Roboter uns so gut wie es geht studieren können. Das heißt, je länger wir diese Chats jetzt noch nutzen, auch Instagram, desto auch hier auf YouTube und auch Twitch, sehr wahrscheinlich auch bei Twitch wurden mittlerweile die ersten Leute zensiert. Shame on you, Twitch. Je länger wir diesen ganzen Bullshit noch nutzen, desto länger werden die unsere Daten abgreifen. Deswegen auch hier Nightingale Marie. Ich mache gerade Werbung, knallhart Werbung für eine Punk Panda App, die auf Krypto basiert, also eine kryptobasierte App, die eben nicht mehr deine Daten zwischenspeichert, die deine Daten nicht mehr abfischt und eben an Dritte sogar verkauft. Ihr müsst euch das vorstellen, die verkaufen ja diese Daten. Also die verkaufen unsere Daten, die verkaufen unsere privaten Chats und unsere privaten Chats werden ausgelesen, das nennt man Profiling, und
aus unseren privaten Daten, die wir in den Chats haben, fangen die an, ihre ganzen Nutzeranalysen zu machen. Ihr habt das vielleicht schon mal mitbekommen, wenn ihr euch mit jemandem unterhalten habt über Katzenfutter. Katzenfutter, 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 Katzenfutter. So, das haben jetzt alle eure Handys auch gehört, denn die hören ja sowieso immer mit. Dann bekommt ihr spätestens 24 Stunden später auf einmal Werbung von Shiba. Wie funktioniert das, wenn ihr es nicht mehr gesucht habt? Der ein oder andere hat vielleicht Siri aktiviert. Was ist Siri? Siri ist nichts weiter als eine Spionage-App, die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft. Das Mikrofon ist permanent aktiviert. Das merkt ihr daran, dass wenn ihr sagt, hey Siri, schaltet sich das Drecksding an. Das heißt, irgendwie muss es ja die ganze Zeit auch mithören. Das heißt, das Ding läuft im Hintergrund mit. Das ist wie eine Wanze. Das ist jetzt halt einfach so, wir leben ja mit den Dingern. Macht jetzt unser Leben nicht wirklich besser, macht es aber auch jetzt nicht wirklich schlechter. Wenn wir aber irgendwann nochmal die Kurve bekommen wollen und eben nicht in diesen Totalitarismus abgleiten wollen, denn die haben uns ja komplett studiert. Die haben uns ja komplett auseinandergenommen in den letzten 10 Jahren. Und diese Sache mit der Corona-Pandemie, Plandemie, das ist ja jetzt sozusagen ein bisschen das Ergebnis von dem Datenmissbrauch der letzten 10 Jahre. Denn da hat man wirklich Daten ausgewertet, um einfach mal zu gucken, ja, wie können wir denn jetzt als große Firmen hier so, als Gigatech, wie heißen die, Big Tech, wie können wir denn jetzt hier einfach mal ein bisschen alle Regierungen unterwandern? Ist jetzt, ihr seht ja, was in Kanada gerade los ist. Ihr seht ja auch, was in Amerika los ist. Also diese Rassismuskeule, die zieht man ja sogar in Kanada. Die zieht man auch in Amerika. Das ist nur noch lächerlich. Also diese ganze Corona-Sache, das ist ja wirklich ein Witz. Und solche Apps wie zum Beispiel Punk Panda, ich teile das jetzt hier direkt nochmal, ladet die euch mal bitte runter und dann teilt die mit euren Freunden und fangt an, vernünftige Apps zu nutzen. Weil wirklich WhatsApp, vergesst es einfach. Auch Telegram, fragt euch doch einfach mal die Frage, woher plötzlich diese App kam. Auf einmal war sie da und jeder Verschwörungstheoretiker benutzt sie. Das ist doch praktisch, das ist doch super praktisch. Und bei Punk Panda haben wir jetzt die Möglichkeit, eben auch Tokens zu verdienen. Wie lange wir jetzt Punk Panda nutzen, das kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal diese Tokens mitnehmen. Ich nehme die auch mit. Ich nutze die jetzt auch. Ich nutze die auch immer öfter. Was ich leider feststelle, ist, dass die Menschen starke Gewohnheitstiere sind, die dann, obwohl sie wissen, was bei WhatsApp läuft, obwohl das sogar in den AGBs steht, WhatsApp ist Facebook, ja, nur nochmal so, obwohl sie wissen, was bei Instagram und bei Facebook läuft, das sind die drei größten Messenger-Apps, die meisten von euch benutzen. Mit der Ausnahme Telegram, Signal, Viber. Habe ich auch alle auf meinem Telefon. In jedem Land werden andere Apps benutzt. Obwohl sie das wissen, nutzen sie weiter die Stasi-Apps. Das wäre für einen DDR-Bürger undenkbar gewesen, dass er sich eine Stasi-App runterlädt und dass der DDR-Bürger weiß, die Stasi hört mit, die Stasi liest mit. Das ist ja der Grund, warum Edward Snowden auf der Flucht ist und warum auch, nee, Julian Assange ist eine andere Geschichte, aber warum Edward Snowden bis heute auf der Flucht ist. Denn Edward Snowden hat genau das veröffentlicht, den großen Datenklau. Und wir nutzen es halt weiter. Warum? Es ist total unbequem, in den App Store zu gehen, eine neue App einzurichten und jetzt seinen Freunden dann zu sagen, lass uns mal da chatten. Nee, ich mache gerade Spaß. Lass uns das doch einfach mal machen. Dann seid ihr ganz vorne mit dabei. Wo man die Token tauschen kann, ist eine gute Frage. Es gibt später auch die Tauschbörsen. Das ist Punk Panda Profit. Da kannst du direkt, dass dann auch sobald der Token an die Börse geht, den Token auch direkt handeln. Ansonsten kannst du später mit den Token zum Beispiel so etwas wie Punk Panda Zoom, das heißt jetzt nicht Punk Panda Zoom, aber Punk Panda Meet, kannst du damit bezahlen. Viele Leute haben ja tatsächlich Zoom jetzt auch im Abo und kaufen das. Zoom, meine Lieben, das ist ein chinesisches Videoportal, okay? Dreimal dürft ihr raten, was mit euren Daten passiert, sobald ihr das Zoom-Knöpfchen drückt. Ich mache es jetzt auch immer öfter, weil einfach die Leute nicht zu Skype kommen wollen. Wir sind jetzt alle seit der Pandemie alle auf Zoom. Seitdem das China-Virus unterwegs ist, ist auch China Zoom unterwegs. Aber Zoom speichert unsere Daten komplett. Ich habe jetzt nicht so viel zu verbergen, wenn ich über Bitcoin bei Zoom rede. Das ist ja alles ganz normal. Aber zum Beispiel bei Punk Panda Meet, da kannst du dich dann treffen, ohne dass China ganze Datensätze von dir aufzeichnet, deine ganzen Videos, deine Augenbewegung, deine Gesichtsmimik, um die dann eben ihren künstlichen Intelligenzrobotern zu füttern. Heute lacht er noch, weil er es vielleicht nicht versteht, weil er den Ernst der Lage nicht begreift. Wenn ich Glück habe, erreiche ich heute ein paar mehr Leute. Die Sache ist ernster, als euch das vielleicht bewusst ist.
Ich werde auf jeden Fall mal ein paar von diesen krassen Videos, die ich in letzter Zeit gesehen habe, zur Roboterentwicklung teilen. Nicht nur, dass die mittlerweile perfekt kämpfen können, die können mittlerweile jede menschliche Bewegung so echt machen, aber auch eben wesentlich schneller. Das sind mittlerweile fast die besseren Musiker, die besseren Köche, die besseren einfach mal alles, weil das sind Maschinen, die eben keinen Muskelwiderstand haben. Aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann nur immer wieder sagen, probiert es doch einfach mal aus. Es ist nur eine Chat-App und wenn ihr Glück habt, verdient ihr ein paar mehr Token. Ein Bekannter von mir, der mir diese Chat-App empfohlen hat, der verdient mittlerweile 50 bis 100 € am Tag damit. Wie hat er das gemacht? Der hat einfach nur seinen Freunden und Businesskollegen gesagt, hey, lass uns doch mal diese App nutzen und kassiert da fleißig für die Nutzung und für seine Leute die Tokens ein. So kann man sich Werbebudget, das Werbebudget von der Firma, sinnvoll zunutze machen, anstatt dass das an Beckham geht oder an Boris Becker oder wen auch immer. Geht diesmal das Werbebudget eben zu dir dafür, dass du den Service nutzt und dafür, dass du eben möglicherweise zukünftige Kunden ablieferst. Was heißt zukünftige Kunden abliefern? Das ist jetzt auch gar nicht so schlechtes. Leute, die eben Interesse daran haben, Apps zu nutzen, wie zum Beispiel PunkPandaMeet, also so eine Zoom-ähnliche Variante, wo ihr dann wirklich in der Privatsphäre auch mal miteinander quatschen könnt, ohne dass der China-Server von Zoom alles aufzeichnet. Dann hatten wir noch PunkPanda Post, PunkPanda Vault. Das sind alles verschiedene Produkte, die auf Krypto-Blockchain basieren, wo eben kein Dritter mehr mitliest. Derzeit wird fast alles, was wir nutzen, auf Drittservern zwischengespeichert. Macht euch das einfach mal klar. Jede einzelne WhatsApp-Nachricht wird gespeichert. Und zwar nicht nur auf eurem Telefon, sondern direkt im Silicon Valley. Und sie wird natürlich nicht nur gespeichert, nein, sie wird ausgelesen, ausgewertet. Natürlich nur von Logarithmen. Und die verstehen natürlich überhaupt nicht, was wir da schreiben. Wie gesagt, wenn du einen Dickpick sendest, das bekommt auch der Roboter zu sehen. Definitiv. Und der wertet das aus. Und es könnte sein, dass du irgendwann dann mal von WhatsApp eine Empfehlung bekommst, doch da eventuell nochmal das eine oder andere Inch zuzulegen. Nicht wahr? Kann ja passieren. Das jetzt nur mal so ein bisschen als Spaß am Rande. Aber darauf läuft es hinaus. Letztens habe ich ein sehr lustiges Video gesehen. Da haben Leute von Google, das war ein Scherz, bei jemandem geklingelt und meinten, hallo, wir kommen von Google. Unsere Logarithmen beschweren sich, ihr Leben ist zu langweilig und das macht unser Logarithmus kaputt. Können Sie nicht mal irgendwas anderes machen? Unser Logarithmus ist so teuer und wir haben da mal hier ein Angebot. Darauf läuft es hinaus. Nein, darum schaue ich mal nochmal. Ich schaue mal nochmal. Das gibt da nämlich noch ein paar mehr Sachen, für die ich jetzt bald Werbung mache. Oder nicht nur bald, sondern jetzt sofort. Und zwar bleibt nochmal ganz kurz am Ball. Nicht abschalten. Epix AG, genau. Also, dann haben wir hier noch Instagram-ähnliche App. Ja, wir machen heute mal das Zuckerberg-Imperium kaputt. Hallo André. Ich habe hier heute eine ziemlich geile Sache am Start. Wir machen mal ein bisschen Anti-Werbung, Anti-YouTube, Anti-Instagram, Anti-Telegram, Anti, im Prinzip Anti-Establishment. Epix lade ich mir auf jeden Fall. Das ist eine ähnliche, ich teile das hier auch mal, das ist eine Instagram-ähnliche App, wo du auch in Token bezahlt wirst. Hier an alle meine Krypto-Freunde, die noch mit am Ball sind. Ladet euch mal Epix. Da können wir eben Token verdienen. Wenn Leute unsere Bilder liken. Das ist ziemlich cool. Das ist noch in der Beta-Version. Ist hier, mein Kumpel schreibt, ist ein bisschen tricky. Ich teile das mal. Muss man auf der Webseite, teile ich mal direkt hier hin. Okay, ich teile das einfach mal genauso, wie er mir das geschickt hat. Genau, dann meinen Code eingeben, Nightingale, und dann alle deine Freunde einladen und dann können wir uns auch vernetzen. Da kannst du mir einfach nochmal irgendwo schreiben, jetzt nicht hier öffentlich, möchte meine Handynummer nicht ganz öffentlich teilen. Das ist für Epix. Ich schreibe es nochmal, Epix, also die Application und das Bild, epix.com, ist in der Beta-Phase. Auch hier werden wir mit Token vergütet. Okay, wie bekomme ich denn das jetzt? Könnte sein, dass mein Ton gleich wieder weg ist. Ich bin gleich wieder da.
So. Und zwar einsetzen. So, genauso habe ich es gesendet bekommen. Ladet euch auch mal Epix, das ist eine Instagram-ähnliche App. Es ist der Ton wieder aus. Also ich muss mal so sagen, das ist ja auch wirklich, also Instagram ist ja wirklich eine Pussy. Ja, bleibt mal dran, es geht hier noch weiter. Ich habe da noch ein paar mehr Sachen. Eine dritte Sache kommt noch, denn nach diesem ganzen Zensurdebakel, ich bin durch. Ich bin wirklich durch. Brauchen wir nicht mehr, ne? So, ich muss hier ganz kurz mal teilen, weil Instagram hat mich schon wieder rausgeschmissen. So, live. Wir gehen direkt weiter live. So, kommst du aus der IT-Branche? Nein, ich komme gar nicht aus der IT-Branche. Ich komme eigentlich aus der Musikerbranche. Aber das sind so Tipps. Wir nutzen ja den Brain Trust. Das heißt, Brain Trust, was ist der Brain Trust? Der Brain Trust ist, dass Gleichgesinnte sich zusammentun und das ganz einfache Prinzip, zwei Augen sehen mehr als vier Augen, 20 Augen sehen mehr als vier Augen, nein, vier Augen sehen mehr als zwei Augen, 20 Augen sehen mehr als vier Augen, 200 Augen sehen mehr als 40 Augen. Ganz einfaches Prinzip. Darum tauschen wir uns natürlich aus, weil wir sind ganz viele von unseren Leuten, wir sind direkt betroffen gewesen, eben von dieser ganzen Zensur. Hier, ich zeige nochmal diese Instagram-ähnliche App, epix.com. Da werde ich demnächst auch sein. Auch immer unter meinem Namen, Enrico Galvini. Ganz einfach. Epix teile ich hier auch nochmal direkt in den Chat. Kommt mal dahin, da verdienen wir das Geld anstatt Instagram. Instagram ist sowieso tot. Das ist ja so langweilig. Also, sorry, der Instagram. Also, das Schönste bei Instagram für mich ist es, dass ich habe da meine ganzen Krypto, wie sagt man, meine ganzen Krypto-Pages, die mich so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das ist im Prinzip meine Zeitung geworden. Aber die Instagram-Vorschläge kann sich ja kein Mensch anschauen. Deswegen Epix, auch für dich Kopf und Zahl, Epix, ich teile es jetzt nochmal. Epix ist eine Instagram-ähnliche App, wo du für deine Likes bezahlt wirst. Also sobald jemand ein Foto liked, bekommst du Token. Ziemlich geil. Und wer da Fragen hat, schreibt mir. Es gibt noch einen zweiten Satz. Man muss dann noch die Testflight-App runterladen. Und dann geht's los. Die PunkPanda-App kann man nur auf dem Handy installieren. Oder da steht iPhone, das habe ich nicht und halte auch nichts davon. Ich bin auf dem Laptop wegen Elektrosensibilität. Uffi, das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, das muss, ist eine Telefon-App. Schau doch einfach mal, ob das jetzt vielleicht als Desktop-Anwendung schon geladen wird. Möglicherweise gibt es schon eine Desktop-Anwendung. Falls es die jetzt noch nicht gibt, wird sie sicherlich bald geben. Da kann ich dir innerhalb dieser Woche hier unten im Chat unter diesem Video definitiv mal Auskunft geben, ob ich es geschafft habe, mir eine Desktop-App von PunkPanda zu laden. André hits the road. Ob man den Token in echtes Geld umtauschen kann? Ja, ich denke mal schon. Auf jeden Fall kannst du mit den Token bei der PunkPanda-Firma dann auch die anderen Produkte nutzen, die eben deine Privatsphäre schützen, wie zum Beispiel Dropbox-ähnliche Produkte oder Zoom-ähnliche Produkte. Also Video, Chat, Messenger und so weiter. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass man die dann, sobald wir da an die Börse gehen, du kannst damit auch richtig handeln, sobald der Token an die Börse geht, kannst du den dann auch in echtes Geld umwandeln. Ich frage da gerne nochmal meinen Kumpel, der verdient da wirklich gerade schon ein Vermögen. Das ist unglaublich. Ich habe mir das mal ausgerechnet, was der am Tag verdient, einfach nur dadurch, dass er eine andere App nutzt als WhatsApp. Und ja, der kommt aus dem Grinsen gerade nicht mehr raus. Darum, ich mache das jetzt auch, weil was soll ich weiter meine Daten mit WhatsApp tauschen und mit Instagram und mit YouTube, wo wir sowieso jedes zweite Video zensiert haben, sobald wir über die Impfung reden. Dürfen wir ja nicht. Deswegen haben wir hier gerade immer so einen seichten Chat. Ne? Das geht ja jetzt hier so. Wir können über alles reden. Nur nicht über das Vaccination wird. Dann sind wir sofort, laufen wir sofort Gefahr vom Empire platt gemacht zu werden. Ja, dass wir bei Instagram wieder senden dürfen nach über einem Monat. Das ist eine ganz großartige Sache. Da hatte ich einfach nur mal einen Artikel geteilt von einer Anwältin von Beate Bahner. Da wurde ich gleich erstmal einen Monat platt gemacht. So läuft das in einer ordentlichen Demokratie. So muss das sein. Und dann haben wir noch was. Da fange ich demnächst auch an. Odyssey. Warte mal.
Das ist YouTube, der YouTube-Ersatz. Ich muss mal gucken, ob ich euch da schon meinen Referral-Link auch teilen kann. Odyssey, richtig geil. Lalalala. Ach, zum Beispiel, ich mache da nicht mit von Rebellions. Läuft bis heute bei Odyssey. Hat allerdings nur 2600 Aufrufe. So, ich schaue mal, ob ich mich einloggen kann jetzt auf die Schnelle. Ansonsten werde ich euch für Odyssey meinen Referral-Link in den nächsten Tagen hier unter diesem Video teilen. Auch bei Odyssey können wir Token verdienen. Ja, wie funktioniert das, falls ihr jetzt noch nicht, das immer noch nicht verstanden habt, warum wir Geld verdienen, wenn wir Apps nutzen? Also das Werbebudget wird jetzt nicht mehr an David Beckham ausgezahlt, sondern das Werbebudget wird jetzt an die User ausgezahlt, die tatsächlich auch ja, diese App dann auch nutzen. Und nicht nur an Leute, die einfach nur einen Werbetext ablesen und von der App vielleicht gar nichts halten. Und ich finde das super. Ich finde, das ist moderne Marktwirtschaft, wo wir eben auch am Wachstum der Firmen beteiligt werden. Und Odyssey ist eben auch zensurfrei. Finde ich großartig. Ich warte jetzt noch, dass ich hier eine E-Mail bekomme, um mich einzuloggen. Also ich bin schon approved für Rewards. Habt ihr Fragen? Andere Fragen noch? Zusätzliche Fragen? Ich muss noch ein bisschen warten, bis die E-Mail kommt. Genau, Beate Bahner. Eine mutige Heldin. Anthony and Kelly. MeWe statt Facebook. Ist denn MeWe wirklich zensurfrei? Anthony, kannst du uns das sagen? Verdienen wir da auch Token? Bei MeWe? Ich würde das sofort machen. Denn ich habe wirklich das Gefühl, bei Facebook ist keiner mehr. Ich mache da meine Posts und ja, da reagieren zwar noch Leute drauf, aber wenn ich mich daran erinnere, wie das noch vor 5-6 Jahren war, die Zeiten sind lange vorbei. Entweder wir bezahlen dafür, dass Roboter unsere Beiträge liken, oder da ist nichts mehr. Da ist keine Interaktion mehr. Also ich würde sofort zu MeWe kommen. Ich bin auch wahrscheinlich jetzt bald raus aus YouTube. Ich muss mal gucken, ob wir die Odyssee mit meinem Restream-Server verbinden können. Und dann streamen wir demnächst auf Odyssey und laden das dann bei YouTube hoch. Und da können wir dann auch mal wieder über ein paar sensiblere Themen sprechen, wie zum Beispiel das Virus-Shedding, verschiedene Protokolle, wie man ja, Virus-Shedding auch heilen kann und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt hier auch damit zu tun. Ich hatte auch in den letzten Tagen krass mit so einem Scheiß zu tun. Mein Tipp für alle Leute, die betroffen sind, einfach mal schlafen. So. Punk, Panda, da, da, da. Was haben wir hier noch? Ich scroll mal ein bisschen, während ich warte, dass ich hier eine Nachricht bekomme. André fragt, wie lange wir noch dort bleiben wollen in Portugal. Naja, von wollen kann hier nicht die Rede sein. Wir sind hier aufgrund des einfachen Visas, sage ich euch ganz ehrlich. Normalerweise habe ich ja in den letzten 10 Jahren ein ziemlich entspanntes Leben gehabt und konnte immer mal einen Visa-Run machen, so nennt man das. Ein Visa-Run ist, wenn nach 90 Tagen der Touristenvisa ausläuft, dann machst du mal kurz für 3-4 Tage in einem Nachbarland einen kleinen Mini-Urlaub und schaust dir bei der Gelegenheit noch ein paar Pyramiden an. Und bist dann wieder zurück. Also es gibt Schlimmeres als Visa-Runs, sage ich euch, wie es ist. Kann man teilweise mit dem Bus bis an die Grenze vorfahren und dann läuft man rüber. Jetzt in Zeiten von Impfterrorismus, sprich, solange die Freimaurer hier am Drücker sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes am Drücker, ist es ziemlich schwierig und auch sogar ziemlich gefährlich, in Ländern zu sein, wo man nur 90 Tage Visa bekommt oder vielleicht sogar nur 30 Tage. Wo man dann ständig über die Landesgrenzen muss. Und dadurch, dass sich die Einreisebestimmungen bei den Ländern gerade so ein bisschen, ja, so ändern, so ein bisschen willkürlich geändert haben und plötzlich Costa Rica eine Impfung braucht zur Einreise, Hawaii eine Impfung braucht zur Einreise, Bali eine Impfung braucht zur Einreise, haben wir uns gesagt, bleiben wir erstmal in einem Land, wo wir kein Visa brauchen. Das ist jetzt Portugal. Und
warten ab, bis das System fällt. Es fällt ja gerade. Das ist eigentlich das Beschissenste, was das System machen konnte. Rico festsetzen. Denn Rico muss reisen und er geht das System kaputt, als dass Rico nicht mehr reisen wird. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe jetzt so viel Zeit auf einmal. Da gucken wir doch einfach mal, wie wir das System weiter destabilisieren können, um dann hier auch wieder zu einer Demokratie zu finden. Ich finde Demokratie gar nicht so schlecht. Obwohl man ja heutzutage bei dem Bildungsstandard wirklich auch Angst haben muss, dass man in der Diktatur der Angepassten landet. Oder ja, in der Herrschaft der Deppen und der Dummen. Das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber was will man denn da machen? So, Prämien, Einladungen. Kopf und Zahl, wo bist du? Such dich. Ich glaube, ich bin jetzt eingeloggt. Sind wir jetzt hier schon verbunden? Ja, Kopf und Zahl hat mich schon bei Odyssey geaddet. Übrigens ein großartiger Kanal, auch auf Instagram. Unbedingt mal schauen. Und jetzt demnächst auch ein großartiger Kanal bei Odyssey. So. Ich mache da nicht mit. Huch! Ich mach da nicht mit, ey, meine Kinder sind mir heilig. Ich will, dass sie frei sind, vorher werde ich. Warte mal, das fängt wieder alles von alleine an. Ist das nicht der zensierte Song? Moment, der hält sofort Instagram an. Das glaubt man gar nicht. Instagram hat sofort angehalten. Das ist unglaublich. Instagram hat sofort den Chat gestoppt. Das ist unglaublich. So. Also ich muss noch mal ein drittes Mal meinen Instagram-Chat starten. Unser Volk und niemals eine Partei ist. Habe ein Gesicht zu wahren und bei Gott deshalb zeig ich. Egal was ich verlieren kann, ganz egal wie hoch der Preis ist. Irgendwo habe ich den Song schon mal gehört. Mit der Maskenpest kriegt der Diktatur die Kinder auf. Ups. Ich bin gleich wieder da. Das ist halt live. Ich komme gar nicht aus der Musikbranche. Also, live. Ja, es tut mir leid hier bei YouTube. Das ist halt das Problem, wenn man ständig gesilenced wird. Da muss man immer wieder das Video von neuem starten. Sind wir überhaupt noch live? Seid ihr noch da? Sind wir noch live? Wer singt das? Das ist die beste Band Deutschlands. Rebellions. Wir haben den Sampler hier. Muss ich definitiv in homöopathischen Dosen genießen, weil es so gut ist, dass das einfach mal geil ist. Ach, jetzt habe ich meinen Einladungslink gefunden. Na, endlich. Meine Güte. Also, wer das singt, ist Rebellions. Ich mach da nicht mit. Großartige Band. Ich kann es immer nur wieder sagen. Da ist mittlerweile die neuen Songs, einer besser als der nächste. Kann man auf Odyssee hören, soweit ich weiß. Ich hoffe, die sind da jetzt noch nicht geblockt. Vielleicht war das noch so was Altes. Und zwar hier. Also, wenn ihr euch bei Odyssee anmeldet, einem zensurfreien Netzwerk, dann nutzt doch bitte auch meinen Einladungslink von Odyssee. 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 Ja, es ist wirklich ein geiler Song. Kommt zu Odyssey, ihr Lieben. Ich bin da schon. Sind wir jetzt hier bei Instagram wieder live? Das gibt es doch gar nicht. Das ist wirklich, das ist so ein Kindertheater. So. Hallo Instagram zum dritten oder vierten Mal. Kaum läuft Rebellions. Und Rebellion nur beim Namen sofort wieder angehalten. Man glaubt es nicht, ne? Wir können ja mal den Rebellions. Rebellions. Okay, jetzt läuft Instagram mal durch. Also, Odyssey, ein zensurfreies Netzwerk. Wir machen heute mal ein bisschen Spaß. Odyssey, zensurfreies Netzwerk. Unbedingt mal zu Odyssey kommen. Ich glaube, wir sind bald nur noch bei Odyssey. Und ich muss auch mal mein Referral-Link senden. Auch da werden wir in Token bezahlt. HTTPS. Und ich bin auch gleich in 5 Minuten übrigens weg. Ich hatte nämlich noch einen Termin. Den muss ich einhalten. Das wollte ich heute mal mit euch teilen. Ich hoffe, bis nächste Woche habt ihr euch alle mal wenigstens diese Apps geladen. Worauf ich jetzt noch warte, ob denn
Bin nicht sicher, aber das Branding ist auf Redefreiheit und zensurfreie Interaktion. Ob Token verdient werden können, bin ich nicht sicher. Anthony Kelly, teil doch mal bitte den Link von Miwi. Dann sind wir vielleicht sogar schon ganz bald, ab nächster Woche, alle auf Miwi. Denn was soll der Blödsinn hier noch? Das hat ja keinen Wert mehr. So, ich teile hier ganz kurz nur noch mal meinen Referral-Link. Das ist ganz wichtig. Denn wisst ihr eigentlich, warum der Referral-Link für Leute wie mich so wichtig ist? Ja, wir müssen auch Geld verdienen. Und wir versuchen halt integer Geld zu verdienen. Eben nicht für die Pharma, nicht fürs Militär. Sondern eben mit solchen Informationen, mit veganen Informationen, mit Anti-Impf-Informationen und so weiter. Kannst du dir vorstellen, bei wem ich heute noch anheuern kann, um arbeiten zu gehen? Im Restaurant definitiv nicht. Yogaschule kannst du auch nicht machen. Denn du brauchst überall eine Impfung. Darum ist es gut, wenn ihr uns da unterstützt. Denn wir sind da ein paar wenige, die immer und immer wieder den Finger dorthin legen, wo die Wunde ist von diesem System. Und das muss auch so sein. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Seit Beginn von dieser Pandemie, seit Februar, März 2020, haben wir euch gesagt, was hier gespielt wird. Ich habe euch im Januar 2020 schon gesagt, was geht. Hey Jasmine, schön, dass du da bist. Und ist die Punk Panda App denn nur für iPhone? Hat doch auch nicht jeder. Nein, ich glaube, die Punk Panda App, die bekommst du in jedem App Store. Obwohl ich das auch erstmal rausbekommen muss, denn ich habe das iPhone. Warum habe ich das iPhone? Ich liebe diese Technik, denn ich finde das total umweltfreundlich, was Apple macht. War ja mal eine großartige Firma zu Zeiten von Steve Jobs. Denn die Computer von Apple und auch die Telefone von Apple, die halten problemlos 5, 6, 7 Jahre. Und das ist wirkliche Nachhaltigkeit. Und dann kannst du die Telefone sogar zurück in die Firma bringen und die bauen die Teile wieder aus, damit die nicht so viel Lithium schürfen müssen. Ich weiß, die sind auch unterwandert vom CIA, aber ihr glaubt doch nicht, dass Samsung aus China nicht unterwandert ist. Ne? Brave statt Chrome. Also ich sehe schon, da haben wir heute ProtonMail.gmail. Da haben wir heute ein geiles Thema angepiekst. Anthony Kelly, wir sehen uns gleich nochmal. Ich habe euch nicht vergessen. 4 Minuten haben wir noch. Ich würde euch bitten, ihr Lieben, auch hier bei Instagram, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich dreimal ein Video gemacht habe, wir wurden dreimal unterbrochen. Sauerei, ne? Punk Panda App. Lasst euch einen Token bezahlen. Dann kommt zu Odyssey. Ich werde demnächst bei Odyssey streamen. Definitiv. Und dann hatten wir noch Epix, die Instagram-App, wo wir eben mit unseren Likes Geld verdienen können. Beziehungsweise, wenn Leute unsere Bilder liken, bekommen wir Token. Und alle anderen Leute, die jetzt noch geile Ideen haben, wie zum Beispiel Anthony Kelly, hier schon drei großartige Tipps. Miwi, Brave als Browser und ProtonMail statt Gmail. Dann haben wir noch DuckDuckGo, auch sehr, sehr geile Suchmaschine anstelle von Google. So machen wir die Unterschiede. Teilt das bitte dringend in die Kommentare. Teilt solche Sachen wie DuckDuckGo als Suchmaschine, ProtonMail als Gmail-Ersatz, Brave als Browser anstelle von Chrome. Ich habe hier zum Beispiel immer noch Forrestal. Nee, Forrestal ist meine Suchmaschine. Da pflanzen wir jetzt seit über 10 Jahren Bäume. Suchanfragen, auch eine tolle Sache. Miwi als Facebook-Ersatz. Ich schaue mir das auf jeden Fall alles an, denn ich habe wirklich die Faxen dicke, ständig zensiert zu werden, ständig Alarm- und Warnhinweise zu bekommen vom Zuckerzwerg-Imperium, die ja wirklich hinten und vorne gerade auseinanderfallen. Gott sei Dank. Ich glaube, letzte Woche hat er 200 Billionen, also 200 Milliarden verloren, weil sein ganzes Meta-Universum in sich zusammenbricht. Ja, das ist auch kein Wunder, ne? Wer zensiert, der bekommt das knallhart knüppeldicke Fett um die Ohren geballert. So sieht das aus. Wer will schon gerne die ganze Zeit den Mund verboten bekommen, wenn er über 18 ist? Das macht man schon nicht mit kleinen Kindern. Die lässt man schon ausreden. Aber wenn Mark Zuckerberg denkt, er kann uns die ganze Zeit über den Mund fahren, weil er glaubt, er weiß alles besser und er weiß, was wichtig ist für die Demokratie, muss er abgestraft werden. Und auch hier die Tante von YouTube, auch eine ganz schreckliche Person, meiner Meinung nach. Wir sollen nicht urteilen. Das Licht in meinem Herzen sagt mir, sie ist wundervoll. Mein Mund redet etwas anderes. Wenn ihr hört, was die Tante von YouTube sagt, ich kenne ihren Namen nicht, die hat so einen ganz komplizierten Namen, die zensieren mich ja auch. Ich bin übrigens, seitdem ich damals das Video von den Rebellions hier auf meinem Kanal geteilt hatte, hat mein Kanal eine eingeschränkte Nutzerfunktion hier bei YouTube. Nur mal so. Bin mal gespannt, ob ich bei Instagram ab morgen auch wieder eingeschränkt bin, weil ich Epix geteilt habe. Epix, holt euch Epix, eine Instagram-ähnliche App, und dann vernetzen wir uns da. Startpage als Suchmaschine. Da habe ich Duck
DuckDuckGo. So, wir sehen uns jetzt gleich. Anthony, ich bin gleich da. Schick mir den Zoom-Link, dann quatschen wir. Und für alle anderen, wenn ihr jetzt endlich mal hoffentlich bald auch in Bitcoin investieren wollt und endlich mal hoffentlich bald auch das Traden lernen wollt, kann ich euch nur sagen, wartet nicht mehr so lange. Wir sind, so wie es aussieht, seit kurzem wieder in einem Bullmarkt. Wir hatten eine leichte Korrektur und alleine von letzter Woche zu dieser Woche hat der Bitcoin 10.000 Euro zugelegt. Das ist eine schöne Sache. Ich habe es euch immer wieder gesagt, kauft jetzt ein, es ist gerade so billig wie nie. Jetzt geht der Preis wieder nach oben. Wer das Traden lernen will, der schreibt mir. Wir sind in Trading-Schulen investiert. Wir geben Geld für Bildung aus. Ja, sowas machen wir. Wie kann man nur Geld für Bildung ausgeben, ne, wenn es Kino gibt? Wir sind in Trading-Schulen investiert. Und da lernen wir eben solche Sachen wie mit den Token. Wie geht das mit den Token, wenn man noch gar nicht drin ist in dem Kryptogeschäft? Faye, du wirst entweder durch den Staat gezwungen werden, ins Kryptogeschäft einzusteigen, dann macht das keinen Spaß mehr. Oder du machst das noch rechtzeitig, wenn Leute wie ich dir das versuchen, rechtzeitig mit auf den Weg zu geben. Das ist das Gleiche wie mit der Impfung, das ist das Gleiche wie mit dem Veganismus. Versteht einfach mal, dass Leute wie ich, wir sind Avantgarde, wir sind die Speerspitze, wir sind immer am, wie sagt man, nicht am Puls der Zeit, das ist ja viel zu spät. Wir sind da, wo das Leben hingeht. Darum, du kannst diese Kryptos ist nichts weiter als Geld einer Firma. Sprich, wenn du jetzt bei Google, nehmen wir mal an, du würdest jetzt bei Amazon was kaufen wollen, dann machst du das ja mit deiner Kreditkarte, okay? Oder mit deinem Konto. Sehr bald wird es wahrscheinlich schon so sein, dass du erstmal Geld auf Amazon überweisen musst, dann bekommst du dann Amazon-Dollar und dann kannst du diesen Amazon-Dollar ausgeben. Und der Amazon-Dollar, der ist dann an internationalen Börsen gelistet und der kann im Wert steigen oder fallen, je nachdem, ob das Unternehmen wächst oder nicht. Das ist ganz ähnlich wie Aktien, nur eben einen Schritt weiter. Das Imperium der Banken ist gebrochen, jetzt schon lange. Banken sind eben nicht mehr die einzigen Herausgeber von Werten und von Geld, sondern mittlerweile kann fast jede Firma ihre eigene Währung herausgeben. Und das ist das, was wir einen Token nennen. Und Punk Panda bezahlt dich sozusagen in Geld, was erstmal nur ein Token ist, quasi die Währung der Firma. Die kannst du aber mit ein bisschen Recherche dann auch in Geld umwandeln. Ich kann dir jetzt nicht von A bis Z den kompletten Weg aufskizzieren. Da muss ein bisschen Eigenrecherche passieren, denn das funktioniert so nicht, das Leben. Da muss wirklich ein bisschen Eigenrecherche passieren. Ich muss es auch alles recherchieren, auch in meiner Freizeit. Ich gebe euch das hier alles immer für lau. Wenn ihr mir was zurückgeben wollt, dann nutzt zumindest meine Referral-Links. Und ich versuche ja hier nicht irgendeinen Scheiß zu verkaufen, außer eine App, die deine Privatsphäre schützt. Bei WhatsApp und bei Instagram hast du ja bisher gar kein Geld verdient. Das heißt, selbst wenn du jetzt erstmal nicht sofort weißt, wie du an deine Token kommst, zumindest sind deine privaten Daten schon mal wieder privat und nicht im Roboter von Apple oder von Mark Zuckerberg. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, dass man erstmal wieder seine eigenen Daten geschützt hat. Und dann kann man ja im zweiten Schritt mal gucken. Ich kann auch meinem Bekannten nochmal fragen, wie genau er die Token rausbekommt. Dadurch, dass wir schon so lange in Krypto auch investiert sind und im Krypto-Universum leben, ist es für uns gar nicht mehr so wichtig, das immer in Euro umzutauschen. Weil allein in der Zeit, wo er mir die App das erste Mal empfohlen hat, da war der Token bei 52 Cent. Zwei Wochen später schreibt er mir, jetzt ist der Token bei 1 Euro. Das heißt, wir haben lieber unser Geld in den Tokens. Denn die Tokens, die haben wirklich das Potenzial, sich zu verhundertfachen im Wert, beziehungsweise sich zu vertausendfachen. Also ich persönlich, ich bin gar nicht scharf auf Euro. Ich habe das Minimum, was ich zum Leben benötige, auf meinem Bankkonto in diesem Euro. Wir haben die Mega-Inflation, falls euch das aufgefallen ist. Und habe das Maximum meines kompletten Kapitals immer in Krypto. Immer. Denn da weiß ich, selbst wenn der Kurs mal kurz runter geht, wie jetzt die letzten zwei Monate, umso besser, kann ich noch günstiger den Krypto kaufen. Und dann, sobald der Krypto wieder nach oben geht, dann gehen wir mit nach oben, und zwar mit der Währung. Und das sind dann wesentlich mehr als die Bankzinsen bei 1%. Hier sprechen wir von 100%, 200%, 1000%, 10.000% oder bei Shiba Inu 80 Millionen % Zuwachs. Also das nur mal so viel dazu. Und Epix, da bekommst du Token, bei Odyssey bekommst du Token. Und ja, es gibt immer Wege, diese Token auch zu richtigem Geld zu machen. Immer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Früher haben die Leute auch gesagt, wie bekomme ich denn jetzt meinen Bitcoin aus dem Internet raus? Mittlerweile gibt es Bitcoin-Automaten. Da kannst du hingehen mit deinem Ledger und kannst dich auscashen lassen.
Das ist vielen Leuten immer noch nicht gut genug. Wir können euch nicht das Silbertablett geben. Der Totalitarismus greift um sich. Und da muss man tatsächlich auch ein bisschen die Komfortzone verlassen und muss auch wirklich mal gucken, was gibt es denn jetzt für Alternativen. Ja, ganz wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da unsere privaten Daten hier zum Beispiel, ich bin ja jetzt hier gerade bei Instagram und ich bin ja gerade bei YouTube, dass wir das jetzt nicht noch ewig so weiterfahren, denn die schürfen diese Daten ab und geben die in ihre Militärcomputer ein, zu 100%. Deswegen ist Edward Snowden auf der Flucht, weil er das veröffentlicht hat. Ihr Lieben, ich bin 5 Minuten drüber. Macht euch ein schönes Leben. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, 19 Uhr, deutscher Zeit. Sehen wir uns hier zu unserem Aluhut YouTube, Instagram, Verschwörungstheorien Kanal. Mit ganz viel Spaß, ganz vielen Theorien. Ich guck mal, vielleicht kommt die Meditation für die Reinigung der vierten Dimension doch noch diese Woche, dann aber ganz spontan. Und dann geht es hauptsächlich um die Aufzeichnung, ob ihr dann live seid oder nicht, ist ja egal. Ihr könnt euch ja dann das Video direkt von YouTube oder auch direkt schon von Odyssey ziehen. Bleibt gesund, bleibt sauber, lasst euch bloß nicht impfen, macht es nicht. Das Ding ist durch, das Empire kollabiert und das ist auch gut so. Namaste, ciao Instagram, das waren halt 4 Videos. Schade, dass man es nicht monetarisieren kann. So, gehen wir mal raus. Was hatten wir hier zum Schluss? Odyssey. So, da bearbeiten wir alles morgen. Ja, so geht Instagram bei mir los. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ist überhaupt noch jemand da? Oder hat sich die App von alleine geschlossen? Sind wir noch live? Ein bisschen. So, Outro. Und tschüss. Thank you.